So Leute, da sind wir wieder mit Pokémon Cliffhanger und sowas in der Art. Und frisch geöffneten Erdnüssen. Kannst du es bitte nicht mit vollem Mund voller Erdnüsse sagen? Na gut. Frisch geöffnete Erdnüsse. Jetzt neu im Supermarkt. Frisch geöffnete Erdnüsse. Von irgendeinem Fremden. Nein. Wie kommst du rein? Mach's auf so. Doppelgig. Doppelgig. So. Doppelgig? Los. Wenn ein Gig nicht genug ist. Oh, Hornattacke. Böse. Aber Surfer dürfte ja. Hornio-Attacke. Warum wird das auf einmal so übel fällt raus? Ich dachte, es wird dunkel am Abend, aber nein. Leider, bei dem Regen. Bei uns wird es abends heller. Und wir sind nicht mal ein heller Brunnen. Oder ein helleres Dorf. Oder bei heller von Sinnen. Warte mal, musste ich da... Oder in der Sonnenallee. Hab ich noch irgendwie was anderes Schutzmäßiges? Nee, ne? Okay, nein, nicht. Nee, jetzt nicht. Wo willst du denn hin? Geh mal nach oben. Da kommen wir doch her. Ich weiß. Willst du trainieren? Auch. Und was noch? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Schlamm? Lalala, lass dich nicht verarschen. Haha. Nicht beim Preis. Boah, krass, uralter Slogan und Reisende. So uralt ist der gar nicht mal. Das sind gerade mal, weiß nicht, 6 Jahre oder so. Das für Werbung wäre überhaupt nicht alt, ne? Aber egal. Nee, gar nicht. Nein, nie, sag ich. Guck mal, will ich den Typen genau noch mitnehmen? Und du siehst ja, guck mal, wir kamen von da und dieser Weg. Wird ein anderer sein. Dieser Weg wird ein anderer sein. Dieser Weg wird ein anderer sein. Mehr können wir nicht singen, aus Gründen von GEMA und so. Doch, können wir. Oder wie Kaya ja damals zu singen pflegt. Kapodo, Kapodo, Kapodo. Wenn ein Hieb deine Fresse verletzt. Also, die Nüsse von Edeka. Sind ziemlich nussig. Viel härter geröstet als härter geröstet? Ja, also nicht von härter geröstet. Nein, 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 nein. Einfach härter. Aber das hat auch nichts mit der Röstung zu tun, sondern mit der Nuss. Ne? Ja, also bitte nicht ins Mikrofon schmatzen. Weil generell nicht schmatzen. Du weißt, da ist für mich die Grenze. Echt? Da hast du nicht die Grenze? Also Leute, die schmatzen. Leute, die zu Hause den Tisch ab, den Tisch, ja, den Teller ablecken. Jetzt können sie von mir aus gerne machen. Aber Leute, die schmatzen, also da ist für mich echt die Grenze. Mich würde interessieren, was daran so schlimm ist. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich einfach Erziehung oder so, aber ich finde dieses Geräusch des Schmatzens, übrigens heißt der Anselm, finde ich ein sehr cooler Name, dieses Geräusch des Schmatzens ist einfach... Es tut mir in den Ohren weh. Ich mag es nicht. Ich finde es einfach nicht. So ein Geräusch habe ich auch. Das ist Gabel auf Teller. Es ist so schlimm, dass ich Zahnschmerzen davon kriege. Okay, so schlimm ist es mit dem Schmatzen nicht. Ich finde es einfach nur... Es gibt selten was, das... außer physische Schmerzen gibt es selten etwas, was mir physische Schmerzen bereitet. Auch nicht pseudo-witzige Wortverdreher? Nein, ich finde die sehr, sehr witzig. Wie was zum Bleistift? So wie Lormort. Achso, Lormort? Oder Daragos. Oh ja, bitte, wenn wir das Rote fangen. Nennen wir es Daragos. Oder MS-DOS. Oder weil es behindert ist, Parados. Wenn es paralysiert dann ist, ist es Parados. Wenn es ein Auto kriegt, ist es Parados. Und wenn es weiblich ist, nennen wir es Sarados. Oder Larados. Ja, stimmt. Oder Marados. Wenn ihr Lara, Sarah oder Mara heißt, fühlt euch nicht angegriffen. Ach, wir können nichts dafür. Da oben gibt es ja dieses super secret super Haus. Ach, jetzt auf einmal bist du wieder schlau genug zu wissen, wo ich hin will. Aber von da kommen wir doch. Ja, die Schnauze. Ich hätte gerne Erdbeben auf meinem Moorlord.
Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase. So, more Lord. Guck mal, hätten die Sprites für diese Stufen. Geh mal, mach mal. Gleich. Nicht so cutten können, dass da nicht halbe Kugeln übrig bleiben. Das ist ja furchtbar. Ja. Ganz, ganz schlimm. Rechts ist was. Aber Morlord Voldemort. Top Gun. Voll der Mord. Sniper. Oder Hawkins. Das ist echt nicht mehr witzig. Stephen Hawking ist behindert. Der ist nicht witzig. Ja, hier. Nee, mach mal keine Witze. Genau. Das ist echt unter der Gürtellinie. Okay, lassen wir das. So, jetzt müsstest du auch wissen. Okay, du weißt genau, wo es lang geht? Offenbar, ne? Ich möchte aber alle. Und erfahrene Pokémon-Spieler kriegen hier natürlich total den Larry, weil sie. Wer ist Larry? Leben wie Larry. Secrets finden wie Larry. Secrets? Wahrlich. Kennst du Secrets? Secrets? Ja. Das Gegenteil davon ist Secrets. Achso, und ich dachte, ich dachte, das ist Chic, die Lakritze ist. Secrets. Oder so. Das tut so weh. Ah, das Item war ziemlich gut, kann ich mich erinnern. Vor allen Dingen lenkt es sehr gut ab, wie schlecht der Witz war. Ja. Das wäre eine Attacke für Dominik. Das war sehr gutes Item. Leider werden wir es nicht verwenden. Wobei, wenn wir Schutzschild finden, könnten wir Schutzschild-Scanner-Spam machen. So, jetzt sind wir doch zuerst an dem Haus angelangt. Da war Donnerstag. Donnerstag ist es. Nee, heute ist Mittwoch. Dann Mirko. Du bist wieder rumgekommen. Ich habe hier noch meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben. Aber lass mich meine Kraft mit einem Unmann in die gehen. Kraftreserve. Super. Ja, Kraftreserve ist gar nicht mal so blöd. Sehr, sehr geil. Und weil es gar nicht mal so eine blöde Attacke ist und unser Ultrigarier sonst nichts Vernünftiges kann. Hallo! Rankenhieb und Zerschneider sind supi. Ja, Rankenhieb hat aber nur. Auch, das ist supi. Das hat aber nur 10. Achso, stimmt. Aber trotzdem. Ultrigaria ist jetzt. Eine Attacke, die uneingeschränkt jedes Pokémon lernen kann, ist nicht? Jedes Pokémon, das mindestens eine TM-Attacke erlernen kann. Es gibt Pokémon, die können nichts erlernen. Aber ja, sehr viele. Sehr, sehr viele Pokémon. Er kann dann keinen TM erlernen. Ich glaube, ein paar Baby-Pokémon zum Beispiel. Carpador. Die einzigen Attacken, die Carpador lernen kann, sind Tackle auf Level 15 und Trash-Flegel auf Level 35. Giftbruder, glaube ich, vergessen. Ja. Stachelspur kann es noch sehr, sehr nützlich werden. Walzer, wir könnten noch Walzer spammen. Das hat Bianca auch gemacht. Die blöde Kuh mit ihrem Mülltank. Die blöde Kuh mit ihrer Bianca. Du dreckige Bianca. Gehen wir noch zu Mirko? Wir gehen gleich noch zu Mirko. Mirko ist ein. Mirko oder Birko? Gehen wir noch zu Mirko? Mir und Co. KG. Mir und Co. Waren wir jetzt eigentlich schon am See des Zorns richtig, dass wir da hinfliegen können? Nein. Ach, schlau. So! Könntest du bitte deine Füße vom Tisch nehmen? Warum riechen die? Nein, aber ich weiß nicht. Guck mal, die stinken so doll. Es ist Nacht geworden. Nein, aber ich weiß nicht. So. Du hast manchmal so ein paar Probleme in meinen Nieren. Nur hier. Ja, das macht's nicht besser. Du weißt, dass ich sonst sehr gut erzogen bin. Ja. Und was gibt dir das zu denken? Dass es noch viel schlimmer ist, denn du tust das mit voller Absicht. Ich bin mit Co. übrigens, nicht Mirko. Ja, weiß ich. Heute ist Mittwoch. Freut mich, dich kennenzulernen. Nimm dir bitte ein Souvenir. Ich will ein anderes Souvenir. Ich hätte gern Selfie-Stick. Ich hätte gern Selfie-Stick. Des Nachts. Da müsste man ihn eigentlich nicht sehen. Schwarz-Gob. Des Nachts. Von einem Selfie-Stick-Verkäufer. Schwarz-Gob. Ja. Von einem Selfie-Stick-Verkäufer. Ja. Verstärkt die Kraft von Kampfattacken.
Bloß gut, dass wir kein Kampf-Pokémon haben. Ich tausche gegen... gegen alles. Deine Socken. Dumbledore hätte den Tausch... wäre den Tausch eingegangen. Er will ja mal Socken kriegen. Er sieht sich mit ein paar handgestrickter Socken. Im Spiegel der Hecke? Ist eigentlich nur ein Krater. Du? Ja. Der durch wütende Garandus erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählte schon der Ur-Ur-Großvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quicklebendige Carvadors fangen. Aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Ich dachte übrigens immer, dass die Mehrzahl eines Pokémon immer noch der Name eines Pokémon immer noch der Name eines Pokémon ist. Also das ist nicht so, was gibt wie mehrere Garados oder so? Nein, die Garados. Da? Und warum sind es da Carvadors? Das ist ein böses Omen. Das ist ja auch Nomen est Lumandas. Nomen est Omen. Dieser Samse. Dieser Samen. Du bist ein Lauch, Junge. Onyxe. Ist das sowas wie eine Badenixe oder so? Eine Onyxe? Oder eine Nixe mit O-Bein in der Wake One. So, wir geben Bart die hoch. Ja, wir müssen natürlich mit einem Safe-State speichern, weil das ja leider hier nicht klappt. Weil es muy importante ist. Blöde Rom. Blöde Rom? Ja. Wie blöde Rom? Na, Rom. Kann man ja auch Rom aussprechen. Nero Burning Rom. Nero Burning Rom. Ja. Gascha! Ist es dann eigentlich noch rot, wenn wir es einsetzen? Ja, ne? Und alles. Natürlich ist es rot. Guck mal, hier sieht es so übelst wie so die große Nase aus, ne? So, so let's do this shit. Warte. Erstmal unter Strom setzen. Erstmal, okay. Donner waven. Sehr gut. Wave your flag. Wieso nicht Donnerblitz? Donnerschock, meine ich. Wir können das ja gerne mal versuchen. Wenn das jetzt tot ist. Okay, Glück gehabt. Das ist vierfach effektiv. Es ist Wasserflug. Jetzt wage ich es nämlich nicht nochmal. Ich bin noch ein bisschen. Wasserflug? Ja, Wasserflug. Ein Flug-Pokémon, das aber nicht fliegen erlernen kann. Und Fuchtler ist sehr, sehr stark. Und Fuchtler ist immer noch sehr, sehr stark. Und warum ist dieses Scheißvieh nicht paralysiert? Ist es doch. Ja, aber es wirkt sich halt nicht aus. Garalisiert? Ja, ungefähr. Garadosiert. Zerschnippler? Nein, du tötest es. Crit! 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 Jetzt bräuchten wir irgendwie so ein Level 5 Taubsi mit Nee. Ja, und da ist ein Hyperball drauf. Los, Hyperball. Hyperball, Flieg und Sieg! Na! Verflixt! Es hätte beinahe geklappt! Das sagen wir jetzt immer, aber nur bei Verflixt. Mhm. Mist, das war knapp. Versuch's doch mal mit einem Köhlerbein. Einfach mal so. Ich hab Pokémon an der Angel. Los, mach. Er hat die gleiche, hat die gleiche Stärke wie ein Pokéball. Dann warte ich doch lieber, wenn ich wirklich mal angeln gehe. Ein Schröderball. Damit fängt man ehemalige Bundeskanzlerin. Verflixt! Das hätte beinahe geklappt. Du hast deinen Texteinsatz verpasst. Entschuldigung. Das hat mich gebissen! Ich muss weinen! Es hätte beinahe geklappt. Verflixt! Es hätte beinahe geklappt! Was soll denn diese neue Intonation? Naja, Varianz. Varianz und Streuung? Varianz und Streuung. Oh, ey! Fuck you! Ich hasse Statistik. Ich finde es ganz furchtbar. Echt? Statistik und Stochastik finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe gerade herausgefunden, dass die Klausur nur ankreuzen, ohne Rechnen, ohne Taschenrechner ist.
Und sie wird trotzdem hardcore sein. Natürlich, gerade dann wird sie hardcore sein, finde ich. Weil du halt trotzdem rechnen musst auf dem Nebenblatt. Der Freund von meiner Mitbewohner. Von deiner Nichte? Wieso muss ich ihn trotzdem rechnen? Naja, wenn du das ankreuzen musst, musst du wissen, ob das richtig ist oder nicht. Also musst du im Kopf so halb noch mitrechnen, das denke ich mal so. Genau. Jedenfalls hat der Freund... Garados wurde gefangen im Pokéball. Ja. Der Freund von deiner Mitbewohnerin? Hat dreimal das Tutorial besucht, war nicht bei einer Vorlesung, geht hin, kreuzt random ein und besteht mit 4,0. Und genau daher von Studenten wurde das Spiel entwickelt, 4 gewinnt. Verstehst du, weil... Ach. Nein. Mhm. Aber es ist unser Spruch seit dem ersten Semester, 4 gewinnt. Moment, wenn gar nichts ein Special-Eintrag in der Schale? Garados. Grausam. Taucht es auf, randaliert es, wie so ein Chabo, ey. Es beruhigt sich erst, wenn es alles um sich zerstört hat. Und weißt du, ich hab alles zerstört. Möchtest du Garados einen Spitznamen geben? Ja. Ja. Okay, wie nennen wir es? Es ist männlich, also Marados, Larados und Sarados fallen raus. MS-DOS? Wir nennen es... MS-DOS wäre cool. Redemption. Was ist? Irgendwas mit Red. Nennen wir es Red. Nein. Es passt perfekt. Ich kann es nicht fassen, es passt. Redemption. Was heißt Redemption nochmal? Wo weiß ich denn das? Silver hält rote Haut. Silver steckt rote Haut in Basis-Item-Tab. Wozu braucht man die? Annette ruft an, Picknicker. Guten Abend, Silver. Hier ist Annette. Warte noch auf. Willst du kämpfen? Diesmal werde ich gewinnen. Ich warte auf dich in der Nähe von Route 32. Such mich, okay? Bye, bye. Ja, ich such dich. Versteck dich schon mal. Ich such dich dann irgendwann. Wenn ich wieder da bin aus Kanto. Nee, da mach ich noch einen Abstecher nach Einal. Das ist sehr, sehr spät. Fünfte Generation. Ich oder Carlos 6. Abstecher nach Einal? Was? Ein Ei. Weil es gibt halt nicht zwei Eis. Was machst du denn mit dem armen Kapperl? Du hast kannst dich überhaupt nicht wehren. Ich brate es. Alter, mein Tisch hat gerade übelst vibriert, weil die Vibration deiner Stimme durch deinen Arm direkt in den Tisch gegangen sind. Sehr, sehr geil. Nee, anders? Okay. Weil jetzt war die Stimme zu niedrig. Und was macht man eigentlich mit der roten Haut? Heute. Hä? Jetzt sag mal wirklich jetzt. Sag mal wirklich jetzt. Wir holen uns dafür ein Item ab. Was denn für ein Item? Ein sehr, sehr geiles Item. Man kriegt die rote Haut aber auch, wenn man. Ja. Ne? Ja. Ich hab gedacht und ich frage mich, ob deine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. Nee. Da hat einfach irgendjemand seine Pastellfarbe. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht, dieser See hat aber keinerlei. Garadoden. Da darf man gesehen. Der hat. Ja, guck mal, wer ist Moment. Da? Moment! Warte, machst du das? Nein, sehr, sehr, sehr witzig ist, dass keinerlei Zugang zu dem See von irgendeinem Fluss oder so besteht. Wie können damals diese wütenden Garados den See erschaffen haben? Wie sind die da hingekommen? Sind die vom Himmel gefallen? Die können fliegen. Nein, können sie nicht. Ja, Garados kann nicht fliegen erlernen. In der Serie schon. In der Serie, die Serie kam erst nach dem Spiel. Ja, und hier können sie zwar nicht fliegen als Attacke erlernen. Nein! Aber dieser See ist voller Garados. Aber sonst gibt es hier nichts. Doch Kapador. Die Kapador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Wegen der Gerüchte? Du bist Silber, ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du und ich. Nee, wie du. Einige Gerüche. Ich hörte einige Gerüche. Also kam ich hierher, um einige noch Nachforschung und dann brauche ich auch noch Geräusche. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Silber. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Alter, A4. Schnauze. Okay. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Nein. Nein. Oh, solltest du deine Meinung ändern? Dann hilf mir bitte. Moment, was? Möchtest du mir helfen? Nein. Solltest du deine Meinung ändern? Dann hilf mir bitte. Also wenn ich dir helfen möchte, dann soll ich dir bitte helfen. Wow. Na, wirst du mir helfen? Bleibt noch alles übrig? Nein. Also ja. Exzellent. Sieht so aus, als würde jemand diese Carpados im See zwingen, sich zu entwickeln. Nein. Da steht dann einer da, guckt das Carpador ganz lange böse an und sagt, du entwickelst dich
Sofort. Hier bleibt alles so, wie es ist. Nein, halt, stopp. Das Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten. Silber. Best Abgang ever. So, sehr gut. Radiosignal in Mahagonia City. Moment, der Radioturm ist doch in Dukatia City. Wir gehen hier mit mehr Fragen aus dieser Folge, als wir vorher hatten. Als Kaspar Hauser zum ersten Mal in große Welt kam. Nee, Moment, er hat ja keine Stimme. Was auch immer du gerade hier für einen Scheiß gelabert hast, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Pokémon Silber. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.